Grüß Gott und willkommen zurück zu Surprise. Hallöchen! Unserer aktuellen Höhlentour. Skatan haben wir gefunden in der letzten Folge, glaube ich. Und ja, im Sinkhole waren wir kurz, aber nur in so einer Mittelstation, sowas in der Art. Ja, und jetzt haben wir gerade gegen Mutanten hier gekämpft. Und jetzt schauen wir mal, was noch so auf uns zukommt in der Höhle, die ganz schön wieder mit. Weitläufig ist, ja. Oh, da haben manche Damen ihre Beine verloren. Haben sie wieder nicht gespurt? Ja, so wird sich's. Hä? Achso, da ist ein Stein. Ich dachte schon wieder, ich hänge hier irgendwo. Also da war nichts, oder? Ich glaube nicht. Weiß. Also wenn das ein bisschen. Es wäre auch nicht so kompliziert, wenn das ein bisschen ausge. Oh, ich glaube, da kann man rauspacken. Ja, dann. Lieber nicht. Weil im Spiel ist das immer ein bisschen kacke. Oh, oh Gott. Ich habe das immer noch in schrecklicher Erinnerung. In erster Staffel sind. Ja, das war furchtbar. Gott sei Dank. Einer ist tot. Komm noch runter, meine Fresse. Ja, ich nehme dich mal mit, da hinten ist voll. Au. Da ist wieder ein Seil. Brauche ich nicht. Seil, überall Seil am Boden. Oh. Geil wäre es eigentlich, wenn man. Oh. Was ist das? Was? Warum wackelt die? Was zum. Wieso fliegen die Kisten rum? Warum ist hier so viel Benzin? Boah, ist hier die Motorsäge? Boah, das wäre so geil. Wo ist denn das Feuer? Gibt's hier ein Feuer? Nee, es hat nur so ausgeschaut irgendwie. Weil die eine Kerze hat da irgendwie so. Weil das ist hier so eine Produktionsstätte von irgendwie Schädelkerzen oder sowas. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich verstehe jetzt nicht, wieso sie die Leute eigentlich nicht ganz auffressen und was hängen lassen. Ja, für später halt. Vor allem die zwei Zwillinge da. Ach so. Okay. Ich glaube, das sollte vielleicht nur einer sein. Das haben sie irgendwie. Das ist irgendwie. Ja, die haben das überall doppelt reingeklatscht, ne? Sogar da auch. Oh, da ist ein Hinweis in Copy-Paste. Hallo. Hallo! Kannst dich aufnehmen. Hallo! Nimmst du das jetzt? Ich kann das nicht aufnehmen, die Scheiße. Ah, ich auch nicht. Ja, das war wieder so ein Kreuz irgendwie, wahrscheinlich mit Wegsprengen und sowas. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja gut, aber ich glaube, wenn wir da jetzt beim Seil hochgehen, ist es dann wahrscheinlich draußen wieder. Dann können wir ja dann markieren, ne? Yes! Hast alle Knochen genommen, dann können wir jetzt. Let's go! Aber das, du hast das nicht aufnehmen können. Nee. Ja, ich kann es auch nicht aufnehmen. Oder viel Stoff hier. Das ist so laut, oder? Das ist ein Bummen, Bommen, Bummeln, Bommeln, Fummeln. Was ist denn mit Fummeln? Oh, da ist Stoff. Nice. Na, ich geh dann mal hier nach oben. See you on the other side. Yeah, komm mit. Aber da war ja, ich ja auch zu Ende, ne? Okay, ich glaube, da geht's echt weiter. Ach du Scheiße. Ja, aber dann haben wir diese Höhle ist auch wirklich abgeschlossen. Also da ging's jetzt. Du warst nicht ganz am Anfang, ein anderer Abzweig? Also ganz am Anfang, wo. Wir waren ganz am Anfang, das war das. Nee, ich glaube noch früher. Vor der Holzwand, oder was? Nee. Vor diesem Totdämon und so. Ich glaube nicht.
Na, es ist wieder Tag. Ja gut, aber eigentlich können wir es trotzdem lassen, weil... Ah, jetzt kommen wir hier raus. Eigentlich können wir es ja dann trotzdem lassen, weil ich glaube nicht, dass die in eine Höhle die Motorsäge und das Katana reinhauen. Ich glaube auch nicht. Brauchst du gleich einen... Ja, wenn ich es irgendwie da finden würde. Da. Hier waren wir aber schon mal. Das weiß ich. Yep. Lol. Das Dorf ist nicht weit weg, ne? Weil da haben da sie hinten ist das Sinkhole gleich. Ach ja, da ist auch gleich irgendwie so ein 8. Ach nee, das. Ah ja, genau, das war dieses kleine Dörfchen da in der Nähe vom Dorf. Genau, wo wir weggelaufen sind und die sind uns bisher ja gefolgt. Ich finde gerade so viel Benzin. Ja, das ist richtig. Nervig. Ich glaube, ich gehe mal davon aus, dass wir dann richtig viel davon brauchen werden. Benzin aus. Ja, aber so viel finden. Ah ja, einer hat geschrieben, dass anscheinend im Dorf noch eine Höhle sein soll. Und die soll irgendwie versteckt sein, dass man da irgendwie eine Kiste kaputt hauen muss oder sowas. In der Hütte ist das, glaube ich. Okay. Da könnte man dann nochmal nach. Moment. Hier sind wir doch auch vorhin irgendwie rausgekommen. Bleib stehen. Sehr gut. Oh, mein Abendessen. Oh. Meinst du, das war hier? Hier ist. Nee, hier ist mein Wasser. Hier war doch. Hier war doch gleich der Höhleneingang, oder? Hier... Guck, oder wie? Hier habe ich doch noch. Ja, da hinten kommen sie. Achtung, da kommen sie. Aber es war. Natürlich. Doch, das war hier. Komm her. Doch, das war hier. Hier haben wir gekämpft. Ich denke, das sind die gleichen Viertel wie vorhin, glaube ich. Ah ja, der war schnell weg. Ich glaube, das war einer von denen. Der war wirklich schnell tot jetzt. So cool, dass sich's merkt, dass er nicht mehr so viel Leben hat. Jetzt ist die Frage: Sollen wir den verbrennen oder eher nicht? Ach, hier ist der Höhle. Da. Oder? Ja, genau. Ja, hier. Ja. Alles klar, genau. Okay, lol. Dann können wir gleich mal. Ach, da unten ist die Gruppe. Die sehe ich doch. Nee, ich glaube, das Cockpit war sogar woanders. Nee, das war ja woanders, ja. Ah, aber da hinten, hinterm Fluss, ist ja noch so ein Dörfchen, was so Hütte oder so, oder? Ja. Ich sehe, warte kurz. Nicht bewegen. Boah, geil. Oh. Ein wahrer Snipper. Ja. Weil die tue ich auch gleich drauf, die Rüstung. Bisschen was wenigstens. Ja, dann ist jetzt die Frage, soll man ein bisschen an Land ein bisschen weiter gehen und vielleicht mal ein paar neue Höhlen suchen, wo wir reingehen könnten und vielleicht nicht direkt reingehen, sondern nur markieren. Das könnte man auch machen, erstmal markieren und dann... Wollen wir das eigentlich über den Fluss schnell drüber dahin gucken oder gehen wir weiter? Ja, könnte man machen, ja. Ja, mach mal, komm. Obwohl, die sind eigentlich eh relativ nah. Ja, das ist so lustig, ne? Auf einmal findet man die ganze Zeit diese Tiere, Hasen, Luchse. Ne? Hol ihn dir. Wo ist der? Ist das ein Stein? Ach, was? Da hinten. Ah ja, oh Gott. Na, lebt ja, noch? Ja, ich glaube schon. Ja, Vorsicht! Ah, achso, shit, den habe ich nicht gesehen. Ich dachte, der ist weggehoppt. Haben. Ah, ja, sehr gut. Gut, dann schwimme ich schon mal rüber. Nice. Oh, da haben wir Besuch. Du schwimmst rüber, dann komme ich mit. Jetzt habe ich ein bisschen Abendessen für uns organisiert. Ja, müssen wir aber trotzdem relativ schnell nach Hause, da was essen wollen, bevor es verdirbt. Oder wir machen natürlich ein Lagerfeuerchen. Ja, ein kleines Lagerfeuer und vielleicht sollte man dann
überlegen. Je nachdem. So ein Ding zum Speichern vielleicht bauen. Ja, das wird langsam auch mal wieder gut. Aber wie gesagt, ich glaube, wir sind ja sogar in der Nähe von. Obwohl, ich bin gar nicht so sicher. Zumindest dann, wenn es dunkel wird. Ja. Kann man so ein Ding bauen. Vielleicht findet man noch einen Zeltplatz. Ah, da links unten ist ein Zeltplatz. Oder ein Zeltplatz, das geht auch, ja, da hast du auch recht. Da hast du recht. Wer baut eine Hütte um einen Stein rum? Frag nicht mich, frag die Eingeborenen. Ich will nur Stoff. Stoff ist das einzige Ware, was wir hinbekommen. Achte mal hier ein bisschen auf die Sprengdinger. Vielleicht haben wir hier was. Ist das zum Sprengen? Nee. Nee, das ist nichts. Glaube ich. Da müsste dann so ein Zeichen da sein, wenn es zum Sprengen ist. Boah. Hier ist gut Stoff, ey. Holy moly. Ich weiß gar nicht, ob an denen hier eigentlich Stoff drin ist. Gefühlt eigentlich nur Schädel und was weiß ich. Ah, Stoff ist immer dran. Also bei denen, bei meinen jetzt. Ah, oh, da sind blaue Bären, ja. Das ist gut, die kann ich futtern. Nice. Nein, die innen trinken wollte ich nicht. Ach, fest. Genau da habe ich aufgepasst, dass ich es nicht mache. Alter! Weißt du, dafür schluckst du dich mal ein bisschen und dann gleich mal halbes Leben. So viel weg. Zu deinem Zeltplatz, ne? Oh, da sind noch viel mehr Bären. Guck mal da runter, haben wir sowas schon mal gesehen? Das habe ich ja noch nie gesehen. Ja, das habe ich ja gesagt. Unten ist uns das sind noch mehr Bären. Oh, das ist geil. Oh, das ist der Hammer. Hammer. Da sind noch mehr Bären. Gerade die Geräuschkulisse ist gerade Hammer irgendwie. So, ich bin gleich voll. Nur durch Bären. Ich bin voll. Perfekt. Ja, hier ist irgendwie gar nichts. Nichts. Ne, beim Zelt. Und der Höhleneingang ist da, oder? Das ist ein Höhleneingang, wo was? Da. Also direkt vor dir. Lol. Hättest du nicht ja, hättest du übersehen, oder? Ja, den hätte ich wahrscheinlich übersehen. Depp. I know. Und der ist nicht markiert, also. So. An die Höhle kann ich mich. Ich kann mich an das Zelt und gerade ein scheiß Reh. Ja, da ist ein. Warte, noch nicht schießen. Oh, ich dachte, wir schießen gleichzeitig, weil dann wäre er nicht gleich. Ach so. Da hätten wir vielleicht mit One-Hit. Ah, nicht. Habe ich es getroffen? Ja. Ich glaube, das war ich. Nee, ich glaube, ich war das. Nee, ich glaube, du hast fett daneben geschossen. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, du hast daneben geschossen. Spitzwürfler. Gut, aber dann gehen wir da jetzt nicht rein, oder? Dann suchen wir wir suchen mal weiter. Ich hoffe nur, dass du dir wirklich siehst, weil oftmals sehe ich die ja kaum, also gar nicht eigentlich. Da renne ich dir mal nee, hinterher. Jetzt bei mir wird es angezeigt. Alle. Ja. Also jetzt wird bei mir auch viel angezeigt. Ein blaues, ein grünes, ein rotes. Unser Zuhause und das lila hier. Die weißen sehe ich einfach gar nicht, aber die sind ja auch nur zum Zweck, falls wir wieder davor stehen. Ist hier auch ein Eingang? Nee. Da sind Eingeborene links. Oder direkt vor uns. Jo, ich seh's. Oh Gott, da laufen auch ich mit so einem brennenden Tennisball wieder rum. Ja, versuchen wir mal. Diese Gegend kann ich mich gar nicht erinnern, ne? Ist irgendwie auch nicht. Da hinten sind noch mehr. 12 Uhr. Wo sind wir eigentlich gerade? Ich hab keine Ahnung. Ich bin gerade auch voll verwirrt irgendwie. Haben sie das irgendwie überarbeitet? Ja, das haben wir ja schon ein bisschen festgestellt, dass es ein bisschen anders geworden ist, aber... Die kann ich mich auch gar nicht mehr erinnern, die Gegend hier. Ist man eigentlich dann schon bald bei der Schneewelt dann hier eigentlich? Hier irgendwo müsste man dann sein, ne? Ich muss dachte ich auch, Schneewelt, aber irgendwie... Bleibt die aus? Ah ne, die Schneewelle ist eher links von uns. Doch, da ist er. Ah. Und ach, hinterm Baum ist einer. LOL. Okay, das habe ich auch nicht gesehen. Nein, daneben.
Ich block. Hä? Schießt. Ich schieß da durch. Das hat gerade nicht funktioniert. Eiskalt durchgeschossen. Dann halt auf die altmodische Art. Alte Stein, oh. Da wäre ein Stein. Du hast doch die Errungenschaft schon. Nee, hab ich nicht. Hast du nicht mal nachgeschaut und hast du das nur nicht angezeigt bekommen? Hätte ich zumindest gedacht. Nee, ich dachte, ich hab's und mich wurde es nicht angezeigt, aber andersrum. Das war halt dann, dass ich es eben nicht bekommen habe. Aber ich dachte halt, dass ich es hab, obwohl es nicht angezeigt bekommen hat. Weil eigentlich habe ich es ja gemacht gehabt. Ach so. Nicht, sollen wir jetzt in die Schneewelt will ich eigentlich noch nicht. Nee, wir sind ja nicht ausgerüstet eigentlich doch. Und in der Schneewelt gab's ja eigentlich. Da war nichts. Nassen. Nichts Besonderes, ne? Oh, so, oh, sehr ernüchternd. Guck dir mal die Karte an. Drück mal auf M. Guck mal runter. Ja, wir sind ziemlich weit oben. So langsam kommt eine Karte raus dabei. Ja, das stimmt. So richtig erkennt tue ich zwar nichts, aber. Ich wollte gerade sagen, also erkennt tut man nicht sehr viel. Also orientieren kann man sich eigentlich nicht, nur wenn man vor einer. Ja gut, aber wenn man hier auf drauf schaut, sieht man, ob man bei der Höhle schon mal war. Können wir sich auch noch so ein bisschen orientieren. Stimmt, ja. Ach, das sind so Pfeile nach unten? Ich weiß nicht, was das heißt. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ah, es wird langsam dunkel. Dann sollten wir gucken, damit wir genug Sticks haben. Nicht, dass wir dann plötzlich da ohne Sticks dastehen und das Häuslein nicht bauen können. Boah, ich dachte, ja, ich dachte gerade rechts, dass da eine riesen Palisade ist, Alter, mit, also, eine Holz. Das wäre heftig gewesen jetzt. Hä, wo bist du? Ich hab dich verloren. Klein. Ach, da. Da, bei mir. Lol, du bist... Wieso kommt das mal da zu dir her? E-Stars, ne? So, oh, die sind so scheu, also das ist heftig. Schon fast nervig irgendwie. Irgendwie. Ich muss das so. Das ist doch verpackt, oder? Das ist doch. Also, ich hätte auch gedacht, ich. Bleib stehen. Mistviech. Ich finde lustig, wie langsam eigentlich die Pfeile fliegen in dem Spiel. Hä? Hä? Wenn rechts von uns. Ey, das muss verpackt sein. Das ist doch. Das ist verpackt. Das kann nicht sein. Ja gut, den Typen vorne hast du auch nicht erwischt. Nee. Obwohl der direkt einfach da stand, ne? Ich glaube, das ist verpackt. Komm, wir gehen jetzt einfach. Ja. Das sollen wir jetzt mal gucken, damit wir bauen. Schauen wir mal lieber, oder? Ja, wollen wir... Ja gut, speichern einfach und schlafen oder so. Ein bisschen da so. So, speichern. Speichern. Und Schlaffi Schlaffi mache. Und schlaf ich, schlaf immer. Hammer. Einwandfrei. Perfekt. So muss das. So, und dann. Mal Richtung nach Hause, so in Richtung nach Hause, oder? Ja. Haben jetzt aber nicht viele Höhlen gefunden. Also, gut, wir waren in einer Höhle, aber so richtig gefunden haben wir keine Höhle, ne? Wo wir hier gerade sind, da, das sieht doch eigentlich... Eine Höhle schreit doch förmlich. Eine Höhle haben wir gefunden, die wir jetzt das nächste Mal benutzen können. Aber sonst... Ja, gut, wir haben schon relativ viele Höhlen eigentlich. Ja, das stimmt eigentlich, aber wir immer wieder mal von der Höhle aus andere Eingänge finden, ne? Wo es die gleiche Höhle ist. Ja, genau. Oftmals. Hm. Das stimmt, ja. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Höhlen da jetzt wirklich noch übrig sind. Das werden wahrscheinlich. Ah, also, Bären. Was ist Bären? Achso. Ich dachte jetzt, das ist ein Bär. Nee, da hätte ich nicht so ruhig Bären gesagt. Man weiß ja nicht. Du bist normal so ein ruhiger Mensch.
Der, oh, guck mal, wie süß ein Bär. Tot. Oh, mein Arm ist weg. Entschuldigung. Wie du dich gerade zusammenreißen musst, dass du nicht wusstest. Ja, besonders viel ist hier nicht, ne? Also hier ist der Wald echt sehr... Ja, schon immer ein Forest irgendwie so, also... Da wo wir es einmal so gesiedelt haben, da findet man schon was, aber dann... An den See kann ich mich gar nicht erinnern. Kann man nicht so bitten da. Prinzipiell auch ein schöner Ort zum Bauen, weil viel Flachland ist und schön viel Klar, Platz direkt an der... Am See und so. See und Schneewelt und so. Aber ist halt irgendwie, hier sind die Bäume so weg. Wow, fuck, Krokodil! Was? Wo? Und am Haus war ein Krokodil. Lol, wo stimmt. Ist? Doch, das ist das. Lass mich jetzt töten, vielleicht gibt's eine. Weil ich glaube, da gibt's ein Ding. Ist er tot? Ja. Wie denn? Weil ich glaube, da. Ich weiß nicht, ob es jetzt da eine Errungenschaft gegeben hätte. Deswegen wollte ich mal machen, weil du hattest schon mal einen. Ja. Wieso baut man eigentlich so enge Hütten hier? Was ist hier? Verbesserter Speer gesammelt. Ja, jetzt will ich mich mal einfach mal anpainten. Wie du erschrocken bist. Ja, weil das war unterm Haus und hat mich so angesprungen, das Scheißvieh. Aber ich frag mich, wieso baut man so eine Hütte, wo man gerade so durchpasst und dann da so eine komische Rutsche und so? Ja. Verbesserter Speer war hier drin. Ja. Ich meine, es wird schon irgendwie seinen Zweck haben. Ich rutsch da mal runter. Vielleicht waren das irgendwelche Spieler, hier waren Gefangene drin oder so, oder Tiere, die dann... Keine Ahnung. Was weiß ich, das sind ja auch eigentlich so Fischesfangdinger, ne? Zum Fischefang. Ist da oben was? Nein. Nein, gut. Wir müssen jetzt auf jedes Einzelne ist. Muss man irgendwie da was da? Boah, ich sag doch kurz, das ist eine Höhle. Geh ich schnell da hoch? Nö, hier ist auch nichts. Dann geh ich da noch hoch, aber da wird schon nichts sein. Ach, ist das nicht schön. Da war ich glaube ich noch nicht. Ne? Ich mag nicht runterfallen. So, jetzt. Lass mich da rein. Nee. Ja, gut. Ist auch für nichts und ja nichts. Ja, also viel gefunden hat man. Also, man findet generell sehr wenig in Forest, wenn man nicht in Höhlen geht. Das also stimmt, die Welt an sich ist schon leer, muss man sagen. Also ist leider gar nichts. Hier und da vielleicht mal ein Dorf oder so ein kleines Lager. Ja, aber in dem Dorf und Lager ist ja dann auch nichts. Das ist ja das, ja. Naja. Ja gut, aber ich meine, als wir die erste Staffel, das war schon spannend, in der Welt rumzulaufen. Man wird halt nicht so immens befriedigt, wie man denkt. Aber man muss sagen, es sieht halt immer schön aus für mich. Warum noch? Hat schon was. Ja, das schon. Und ich bin gespannt, wie sie es im neuen Teil machen. Aber das soll ja irgendwie anders sein. Das soll ja eventuell. Da bin ich mal echt gespannt im neuen Teil. Gut, aber ich hoffe trotzdem, dass es noch so ein Horror-Survival-Crafting-Koop-Spiel ist. Das glaube ich eben nicht. Ich weiß es nicht. Ja, du bist das halt. Gut, wobei, ja, das dann dürften sie das fast nicht so Forest nennen, ne? Ich denke schon. Ja, doch. Also es ist Koop. Koop ist es ja. Und dann Mutanten und sowas. Das ist eine Schildkröte. Gibt's auch? Das ist eine Landschildkröte. Gute.
Headshot voll in den Kopf. Aha. Ich kann das Fleisch nicht nehmen. Scheiße, ich hab full. Ich auch. Sollen wir mal schon. Full Flash. Aber ich bin auch Aldi voll essen. Shit. Ja, das wäre halt das voll nervig, ne? Das voll aus. Doch, jetzt weiß ich, wo wir sind. Da bist du schon mal verreckt in der ersten Staffel, das weiß ich doch. Da, wo die Brücke, wo die Steinbrücke ist. Doch, das weiß ich. Diese Steinbrücke? Ja, also dieser Übergang, dieser Steinübergang hier. Hier. Ach so. Und ich glaube, da waren wir die Staffel so auch schon und da wurdest du vom Krokodil das erste Mal. Eine Flagge. Wieso ist da hinten im Dorf eine lilane Flagge von uns? Wo denn? Das kann vielleicht der Wagen sein. Noch? Ne. Welcher Wagen? Ja, unser Holzwagen. Ach so, ah, da. Schau, wo ich bin. Hier ist ne. Ach, hier ist zum Wegsprengen. Ach, haben wir. Oh mein Gott. Hier waren wir schon. Aber hey, es ist schon aufgesprungen. Aufgesprengt. Ja, das Problem. Hey, komm mal kurz her, siehst du das? Siehst du das Ding? Ich könnte das was nehmen. Uäh, nö, bei mir ist da nichts drin. Hm, blöd. Alter, ist ganz schön tief. Lecko mio, ey. Bei mir ist wieder alles leer. Das ist aber. Schon, das ist wieder das, irgendwie komischer Bug. Wieso die ganzen verpackt, Löcher ja. offen sind. Guck mal, wie ich auch hier drin stecke. Siehst du das? Was denn du? Naja. Uäh, ja. Na gut, dann können wir das jetzt weghauen. Theoretisch. Ja. Okay. Ja, gut, wollen wir dann einfach mal langsam. Hier waren wir schon, oder? Ja, klar, sonst hätten wir ja nicht die Dinge getan, ja. Dann wo ist unser. Ich nehme die zwei Effigies mit. Und dann, wie ich sage, gehen wir mal. Ja, aber sonst haben wir nirgendwo was markiert, was zum Aufspringen ist, oder? Nee, aber wieso war das lila? Haben wir jetzt lila gemacht zum Aufspringen? Anscheinend nee. Doch. Oh Gott, jetzt müssen wir es halt wieder umdisponieren. Ist hier vielleicht irgendwo ein Höhleneingang? Weil sich das eigentlich so anbietet hier. Aber wahrscheinlich ich glaube fast nicht. Ich glaube es nämlich auch nicht. Gut, aber wenn jetzt eh alle Löcher, Glück sagt, offen sind durch ein Wunder, dann muss man es eh nicht mehr machen. Aber dir bringt es sowieso nichts, also, ja. Mir bringt es sowieso nichts, also bei mir sind eh nie Teile drin. Und, ja. Ja, und jetzt könnte man es ja eigentlich, jetzt würde man es ja eigentlich nicht mehr markieren, jetzt hat man es immer aufspringen direkt, oder? Weil am Anfang ja. war das ja nur, weil wir keinen Sprengstoff hatten, aber jetzt, Ja, genau. Gut, vom Zeit her wollen wir jetzt irgendwie noch schnell zurück zu unserer Basis. Ja, ich weiß, dann wir könnten machen wir ein bisschen länger machen wir. Probieren wir zurückzugehen und wenn es zu lang dauert, dann können wir ja dort immer noch aufhören. Ja. Ich glaube, außenrum gehen ist schneller wie schwimmen, oder? Das weiß ich nicht. Ich glaube schon, aber ich hätte da ein bisschen Angst, weil hier viele Haie angespült wurden. Ja. Aber es wäre mal interessant. Ich wollte gerade sagen, wäre mal interessant, weil laufen nicht so schnell, weil das sind Eingeborene. Ah, ich laufe umso schneller. Du. Oh ja, du bist echt weit weg. Die laufen mir auch hinterher. Ich weiß noch, in der ersten Staffel waren wir ja bei diesem fetten Berg auch ganz oben. Ja, das weiß ich auch. Aber das da war ja gar nichts dann oben. Ist voll enttäuschend. Ich glaube, wir haben uns aber auch ein kein bisschen. Geheimnis aber ich glaube, wir haben uns da aber auch voll ein bisschen hochgebackt, glaube ich. Weil wir haben mit der Kletterausrüstung ja. haben wir jeden Cent, also alles ausprobiert. Meistens ging es ja dann nicht und dann, da hinten geht's und. Das war nicht gewollt. Also, das war nicht vom Spiel gewollt, dass wir, glaube ich, da ganz hochkommen. Oh, hier ist ein Zeltplatz. Ich glaube, das war dann ganz schön Zufall, dass wir da ganz oben waren. Ja. Das war wirklich, glaube ich, der höchste Punkt der Map, ne? Ja. Hey, hier ist ein Grill. Wieso kann man den Grill nicht mitnehmen? Elektrogrill oder so. Yeah, speichern.
Gut, theoretisch haben wir jetzt gespeichert. Könnte man theoretisch auch jetzt die Folge beenden. Stimmt. Ja, dann machen wir das 30, ist gut. Moment, da hinten ist was Gelbes. Hä, was ist gelb? Ach, da ist ein Eingang. Ach, okay. Hier ist dann macht das jetzt lila. Ja. Machen wir das lila, so. Irgendwie haben wir es voll verkackt. Ja, das ist, wenn man da zu oft immer wieder so eine längere Pause macht. Ja. Na gut, dann speichere ich unten. Gelb habe ich aber, gelb habe ich die ganze Zeit gar nicht gesehen, ne? Da ist noch ein blaues. Lol. Da hinten haben wir noch ein gelb. Hier ist ein blaues. Ach, hier sind wir jetzt. Ah ja. Da ist jetzt blau heißt hier. Ja, dass wir tauchen müssen, aber ich weiß nicht, war das nicht die Höhle, wo wir dann doch noch tauchen? Nee, das lassen wir. Wir könnten dann hier reingehen, vielleicht, dass wir das blaue vielleicht abschließen. Ja, das können wir mal machen. Dann speichere ich nochmal. Gut, ich habe schon gespeichert und dann könnten wir hier eigentlich beenden. Dann überlegen wir uns das mal bis zur nächsten Folge, ob wir dann direkt da reingehen oder ob wir erstmal noch mal kurz nach Hause gehen. Ja, wegen am Fleisch. Ja, das könnte man so schon aufhängen. Weil es wäre echt viel, ne? Ich habe 5 so Dinger. Ich habe auch richtig viel, Leute. Ja, dann gehen wir heim. Wir gehen mal heim dann. Ja. Okay, passt. Also dann. Danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.